Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg, aus dem alten Gaswerk, aus dem Hotel Gastwerk. Und ja, die Sommerpause ist rum und es geht los. Und mein erster Gast nach der Sommerpause ist bekannt berüchtigt Sky Dumont. Einen schönen guten Tag, Herr Dumont. Hallo, vor allem berüchtigt. Richtig, Sky Dumont, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da hat man gesagt, Bad Boy im Schwiegersohn-Kostüm. Wie sehr trifft das so auf Sie zu? Gar nicht, weil ich finde, was die Leute immer vergessen ist, dass wenn man eine Rolle spielt, und die Leute kennen mich ja nur von Rollen, dann ist das immer sich verstellen. Man schlüpft in eine Rolle rein und insofern... Dann hätte ja Gerd Fröbe nie irgendwie Sympathieträger werden können, nachdem er diesen Kindermörder gespielt hat. Sie sagen, man spielt Rollen, Sie sind politisch engagiert und aktiv. Manche junge Menschen im Netz bemängeln, dass die Charaktere, mit denen wir es zu tun haben, die Persönlichkeiten, nicht mehr das Format haben wie von vor 20 Jahren oder so. Sind das jetzt auch Schauspieler, die wir in der Politik haben, oder... haben Sie da eine andere Sichtweise auf die Dinge? Nein, Schauspiel würde ich nicht sagen. Es ist nur so, dass man ja heutzutage alles, was man will oder hat oder möchte, dass die Menschen es sehen, verkaufen muss. Es wird ja alles verkauft. Es werden von den Tampons zu den Kleenex, zur Politik, alles muss verkauft werden heutzutage, weil die Leute so überschüttet sind mit Reizen, mit Medienreizen, dass sie nur reagieren, wenn es besonders eindrucksvoll ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Politiker, egal welcher Partei, richtig hart arbeiten und dass sie nur mit wirklicher Sachkenntnis dahin kommen, wo sie sind. Also mein Respekt den Politikern gegenüber ist sehr, sehr gestiegen. Ich sage jetzt nicht, in welche Richtung, aber Schauspielern tun sie sicherlich, indem sie Dinge halt versuchen, nicht so krass auszudrücken vor dem Volk, wie sie es denken. Klar. Engagement, politisches Engagement. Ich werde jetzt ein Geheimnis verraten. Wir unterhalten uns heute, demnächst rede ich mit Heike Makatsch. Es gibt wenige Künstler, die, wenn ich das so sagen darf, die Courage haben, vor eine Kamera zu treten und eine Meinung zu haben, eine Haltung zu haben. Erstens, woher kommt das? Und wenn das schon irgendwo herkommt, wieso haben Sie das nicht? Ich finde es ein fehlendes Demokratieverständnis, wenn man sich nicht dazu äußert, was man wählt. Weil das gerade macht ja nun unsere Demokratie aus, dass man offen sagen kann, wofür man steht. Und ich finde es sehr traurig, wenn die Leute das nicht tun, weil sie glauben, sie könnten Fans verlieren oder weil sie glauben, man mag sie nicht mehr oder was auch immer. Es ist eine Mischung zwischen fehlender Zivilcourage und... Unverständnis für Politik, weil sie einfach sagen, interessiert mich nicht, die machen eh, was sie wollen. Ja, die machen natürlich alle so lange das, was sie wollen, solange sie nicht von uns, nämlich dem Volk, kontrolliert werden. Und kein Politiker wird sich gegen eine Masse stellen. Niemand. Auch kein Bundeskanzler nicht. Wenn er merkt, dass das, was er tun will oder was er vorhat, nicht ankommt beim Volk, dann wird er versuchen, elegant eine Kurve zu kratzen. Aber wenn es immer mehr Menschen gibt, die sagen, oh, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, tja, dann machen die natürlich immer mehr, was sie wollen. Nicht? Im Vorgespräch habe ich Sie als liberalen Menschen kennengelernt und nicht im parteipolitischen Sinne, sondern überhaupt als liberalen Menschen. In Argentinien geboren, in England gelebt, in der Schweiz gelebt, hier in Deutschland gelebt. Sie haben viel von der Welt gesehen und per Vita quasi alles in sich aufgesogen. Können Sie einen anderen Blick haben auf Liberalität als, sagen wir mal, jemand, der hier bei Schlecker nicht mehr, aber irgendwie... Rossmann arbeitet, in dem Hamsterrad steckt und theoretisch weniger Optionen hat, Freiheit zu schmecken? Wahrscheinlich ja, weil man natürlich in anderen Ländern plötzlich andere Sitten kennenlernt und merkt, dass es dort andere Gesetze gibt, dass dort Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie die Gleichheit der Frau oder die Emanzipation oder diese Dinge, die auch bei uns noch nicht perfekt funktioniert, in anderen Ländern die gar nicht vorhanden sind. Auch in Ländern wie Amerika, wo einfach jeder sich eine Knarre kaufen kann, aber es verboten ist, auf einen Parteikongress zu gehen mit einem Messer oder mit einer Tröte, aber er darf einen Colt mitnehmen. Also das ist schon ganz erstaunlich. Also man sieht in den verschiedenen Ländern, wie verschiedene
Rechtssysteme funktionieren. Und dann komme ich wieder nach Hause und denke mir, was für ein herrliches Land wir leben, wie demokratisch wir es hier haben. Ich habe heute vollkommen ausgelassen, von Bambi bis Comedypreis, ihr ganzes Wirken und so weiter. Ich will den Menschen Sky Dumont kennenlernen. Sie engagieren sich oder sind omnipräsent. Also sie nutzen den roten Teppich, beginnen beim Tierschutz und es geht über die Kinder. Sie engagieren sich überall. Also woher kommt, da muss ja irgendwo eine Energie da sein, woher kommt dieser massive Antrieb, überall mitgestalten zu wollen? Naja, es ist Tatsache, dass in unserer Gesellschaft einiges nicht stimmt und was dringend beseitigt werden muss oder man müsste dagegen ankämpfen. Und früher hat man natürlich meine Stimme nicht gehört, klar. Und heute habe ich ein bisschen Stimme, ganz so ernst nehmen. Man nimmt Schauspiel nicht so ganz ernster, das weiß ich schon. Aber trotzdem mache ich mein Maul auf und versuche natürlich die Dinge, die mich stören, wie zum Beispiel Kindesmisshandlung oder Dunkelziffer e.V., Missbrauch von Kindern oder World Vision, wo man nicht denen in Afrika oder in Indien Geld gibt, damit sie sich was zu essen kaufen, sondern nach dem Motto, gib einem Armen einen Fisch und er hat für eine Mahlzeit genug, lehr ihn das Fischen und er wird sein Leben lang auskommen. Das heißt, sie bauen Brunnen und so weiter und so fort. Und dieses Bedürfnis hatte ich eigentlich schon lange, aber es hat natürlich keiner gehört. Und jetzt habe ich natürlich eine kleine Stimme und versuche die natürlich zu benutzen. Und dazu kommt natürlich, dass man durch viele Veranstaltungen bezahlt wird, indem man Preise gewinnt, weil ich habe gerade Dalli Dalli gemacht oder sowas. Und dann verdient man ja, sind man viel. Man kommt ja dann als Preis auch bei Jauch eine ganz schöne Summe Geld. Und die kann man dann spenden. Ich spende grundsätzlich diese ganzen Geschichten. Ich verdiene eigentlich nur Geld durch meinen Beruf. Alles andere, was ich nebenbei mache, und sehr viele übrigens, das möchte ich einfach mal klar machen, weil sehr oft auch in den Bloggerforen gesagt wird, der hat dafür Geld bekommen und dafür Geld bekommen. Die meisten spenden das Geld tatsächlich. Und das hilft. Das hilft. Wir haben einmal sogar, glaube ich, 200.000 für Dunkelziffer e.V. Gewonnen. Und das konnte ich natürlich früher nicht, weil früher hat mich kein Mensch eingeladen zu solchen Sendungen. Und heute kann ich das und mache das mit meiner Frau sehr gerne. Aber es ist ja nicht so eine Charity-Nummer, die irgendeine Tante da abzieht, sondern da ist wirklich... Das prüfen wir vorher. Das ist richtig... Wir prüfen auch nach. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben mich vorhin mit Zahlen bombardiert, was Sie alles stört daran und wie Sie es geändert haben wollen. Und ich meinte, das ist nicht wie bei anderen, wo man so die Nummer hat, so eine Charity-Tante, da geht es gar nicht um die Sache, sondern macht hier irgendeine Show draus. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich wirklich vollkommen hinaus will, ist, in der heutigen Zeit haben wir es mit einer Welt zu tun und wenn Sky Dumont da rausguckt, was für eine Welt würde er sich wünschen und für was für eine Welt arbeitet er? Also wie sollte sich unsere Welt in den nächsten Jahren ändern? Also als erstes mal ist mir soziale Gerechtigkeit sehr wichtig. Es kann einfach nicht sein, dass Menschen, die unverdient in Armut geraten sind, leiden müssen. Für mich ist ein ganz großes Thema, dass alte Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann anfangen, also sehr vergesslich zu sein und nicht mehr richtig gehen können, dann im fünften Stock oben wohnen und nicht mal genügend Geld haben, um jeden Tag zu heizen, wenn es kalt ist. Ich finde, dass unsere alten Menschen nicht so wahnsinnig gut versorgt sind und Renten sind nun, wie wir wissen, nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde, es gibt schon eine Schere, die immer weiter auseinanderklafft in unserer Gesellschaft. In anderen Ländern noch mehr übrigens, in Amerika, aber hier bei uns, wir leben ja in Deutschland, würde ich das sehr gerne sehen, dass das ein wenig gemildert würde, weil das geht einfach nicht, dass Kinder nichts zu essen haben, nicht in die Schule gehen können oder alte Menschen in ihren Wohnungen erfrieren. Ich übertreibe jetzt. Ich nenne immer zum Schluss so drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Philipp Rössler. In Niedersachsen ein ganz fabelhafter Minister. Als Parteiführer wahrscheinlich ein wenig überfordert. Ich kenne jemanden auf
treffen diese zwei Dinge zu, Niedersachsen und Parteiführer. Zweiter Begriff, Sigmar Gabriel. Viel heiße Luft, hört sehr oder glaubt sehr auf das Ohr, auf die Sprache des Menschen, des einfachen Menschen, in dem reicht Steuer etc. pp. Aber für mich ein reiner Schwätzer. Dritter Begriff, Liberalität. Beginnt damit, dass ich die Dinge toleriere an anderen Menschen, die ich persönlich vielleicht nicht ganz toll finde, aber dass ich einfach sage, ich erwarte Toleranz mir gegenüber, also bin ich bereit, sie auch anderen zu geben. Wir haben uns heute dieses Café ausgesucht. Waren Sie hier schon mal? Ja, ich habe hier schon mal gewohnt. Sie haben hier gewohnt? Ja, ich habe früher in München hier gewohnt und wenn ich gearbeitet habe, habe ich hier im Hotel gewohnt. Ich liebe das sehr. Also Wahnsinn. So ein Fabrikgebäude. Das ist eine tolle Atmosphäre. Ja, ne? Schön ausgesucht. Dankeschön auch dafür, Herr Dumont. Und danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke Ihnen. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Wer weiß. Das wäre schön. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal beginnt die Reihe Dück and Think mit Professor Gunter Dück. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.